Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck mit der nächsten Marktübersicht und Analyse. Bevor es aber losgeht, einmal die Auflösung zum Gewinnspiel vom letzten Video. Da ging es um die Frage, wer ist euer Privacy-Coin-Favorit fürs nächste Jahr? Gucken, wer der Gewinner ist. Ich kann nicht der Gewinner sein natürlich. Machen wir das direkt mal nochmal. Da ging es um die Frage, wer ist euer Privacy-Coin-Favorit fürs nächste Jahr? Tarek sagt definitiv Verge, mein Top-Favorit. Ja, ist auf jeden Fall in den letzten Wochen sehr stark gestiegen. Wenn du früh eingestiegen bist, nicht schlecht. Ich mache wieder ein Gewinnspiel, sogar diesmal um Verge. Ich werde Verge verschenken. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst nur kurz meinen Kanal abonnieren. Am besten die Glocke daneben aktivieren, sodass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann verpasst ihr keine neue Marktübersicht und kein neues Video. Und dann würde ich gerne in den Kommentaren von euch wissen, wie seht ihr den Kurs für 2018 vom Bitcoin, für Ende 2018? Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eure Verge-Adresse auch in die Kommentare und ich löse es dann im nächsten Analysevideo wieder auf. Und viel Spaß jetzt dabei bei der jetzigen Analyse. Ja, starten wir mal direkt mit der Marktübersicht. Das Market Cap liegt heute bei 500 Milliarden US-Dollar, 44% Bitcoin-Dominanz. Bitcoin im Moment wieder ein kleiner Absacker, 13.000 Dollar, minus 13% in den letzten 24 Stunden. Wir haben ja vorgestern diesen Absturz gesehen um 40%, das hat alle Coins betroffen. Gestern hat sich alles wieder erholt und heute ist wieder auf jeden Fall bärisch unterwegs. Wie man hier schön sehen kann, alles fast rot, außer Verge irgendwie, keine Ahnung, ist immer noch stark, 22 Cent. Ja, also der größte Teil ist hier rot, können wir uns die Werte mal anschauen, Ethereum bei 636 Dollar, Ripple bei 93 Cent, also alles wieder im zweistelligen Minusbereich, in dem prozentual gesehen, IOTA bei 3,20 Dollar, also ist wieder ein Abwärtstrend. Der gestrige Trend konnte leider nicht bestätigt werden, also ist wieder durchbrochen worden. Man sieht es hier in diesen 7-Tage-Charts hier. Hier war das Tief, wir sind hochgegangen und jetzt geht es wieder runter. Und das zieht sich in allen Charts hier eigentlich, bei fast allen außer Verge hier natürlich, so her. Also wir hatten hier einen krassen Abwärtstrend, sind gestern hochgegangen und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach unten und da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Da gibt es ein paar kritische Punkte, auf die man aufpassen muss, vor allem bei Bitcoin. Werden wir uns gleich im Chart mal anschauen. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass im Moment alles, also 90% alles rot ist. Und ja, starten wir mal mit den Charts. So, jetzt sieht man hier sehr schön. Wir hatten hier den Absacker bis auf 11.000 Dollar, dann sind wir wieder hochgekommen bis auf 15.800 Dollar, 700 Dollar um den Dreh und jetzt geht es wieder runter. Und ganz wichtig ist jetzt, meiner Meinung nach, ist, dass diese Unterstützung hier, wo der beim Absturz abgeprallt ist, dass der nicht durchbrochen wird. Wir haben hier ein riesiges Volumen hier reingekriegt, das sieht man hier sehr schön, fast doppelt so hoch wie die anderen Tage. Das zeigt, dass hier unten vor allem sehr viel nachgekauft wurde und dass dadurch der Kurs hier abgeprallt ist. Das Problem ist, wenn das jetzt hier drunter bricht, dann haben wir erstmal keine Unterstützung mehr hier in der Nähe. Der wird auch gleichzeitig hier den gleitenden Durchschnitt, den 50er gleitenden Durchschnitt durchbrechen. Und das wäre dann ein richtig schlechtes Signal. Und da muss man echt aufpassen, weil ich habe ein Video vorgestern gemacht, um zu zeigen, ich kann mal kurz hier rauszoomen, dass dieser, wenn ich das mal hier nicht mehr logarithmisch, also das war schon logarithmisch mache, dann sieht man, im Laufe des Jahres haben wir schon 7 solcher Korrekturen gesehen, die über 30% runtergefallen sind. Und das haben wir jetzt hier auch, minus 43%. Und wenn es halt nochmal da drunter geht, dann tanzt es schon krass aus der Reihe. Da muss man aufpassen, dass es nicht noch weiter runter geht. Dann wäre zum Beispiel hier vielleicht noch eine Unterstützungslinie bei 7.700 Dollar. Aber das ist dann natürlich auch, wenn man das jetzt mal von hier, von dem jetzigen Kurs sich mal anschaut, das wären dann 50% nochmal runter, das wäre sehr krass. Also
Muss man aufpassen, da sollte es auf jeden Fall nicht runter. Der wird auf jeden Fall hier diese Unterstützung von gestern, machen wir logarithmisch mal hier wieder aus, von gestern hier, von vorgestern durchbrechen. Da, wo er abgeprallt ist bei 11.100 Dollar hier auf Bitstamp. Da, wo das riesige Volumen hier hinzukam, wo viele nachgekauft haben. Und zusätzlich würde er den gleitenden Durchschnitt durchbrechen. Das hatten wir sehr lange nicht mehr. Und das wäre auf jeden Fall ein sehr schlechtes Zeichen. Wäre natürlich cool, wenn er hier ein bisschen wieder nach oben zieht. Muss man abwarten. Im Moment sieht es halt danach aus, dass es runtergeht. Auch bei Ethereum sieht das ziemlich ähnlich aus. Auch hier ist im Vergleich zu den letzten Tagen, wo es ganz unten war, 486 Dollar, ein hohes Volumen reingekommen, wurde sehr viel nachgekauft, ist nochmal hochgegangen bis auf 740 Dollar. Ist im Moment bei 570 Dollar, also auch auf dem Abwärtstrend, wie ich gerade schon in der Marktübersicht gesagt habe. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wir hatten hier so einen Widerstand, den hat man im 4-Stunden-Chart besser gesehen. Jetzt ziehe ich den mal ein bisschen länger. Das kommt auch hier hin, dass das eine Unterstützung geworden ist, ungefähr in diesem Bereich. Ethereum sollte auf jeden Fall halt nicht unter 490 Dollar gehen, weil dann wäre das genau wie beim Bitcoin gerade. Wird diese Unterstützung durchbrochen werden und dann irgendwann auch hier die 470 Dollar Marke, wo der gleitende Durchschnitt ist. Da muss man auf jeden Fall aufpassen im Moment. Gestern sah wirklich alles noch gut aus. Da dachte man, okay, das ist wieder einer dieser Korrekturen, die nach einem Tag wieder vorbei ist und dann fängt die nächste Rallye an. Mal schauen. Es wäre natürlich cool, wenn jetzt bis Ende des Jahres nicht mehr viel passiert und Anfang des Jahres wieder ein bisschen Schwung reinkommt nach oben. Aber im Moment sieht es halt, also heute vor allem sieht es dann heraus, dass als wird der Markt nach unten gehen. Und das vor allem die nächsten Tage werden dann halt auch entscheiden, wie das nächste Jahr dann auch anfängt. Wir können uns mal jetzt auch Verge mal angucken. Darüber haben wir sehr viel in den letzten Wochen geredet. Verge hält sich ziemlich tapfer in diesem Markt. Gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein, dann sieht man ein bisschen besser, was los ist. Weil auch Verge ist hier abgestürzt bis auf 65 Cent, ist komplett durch die Decke geschossen, war bei fast 30 Dollar Cent und geht natürlich jetzt auch ein bisschen runter, aber halt nicht in dem Maße wie die anderen Coins. Haben wir gerade auch in der Marktübersicht gesehen. Die anderen Coins sind prozentual gesehen ja schon auch durch den 30er gleitenden Durchschnitt gekommen, also sind ungefähr in dem Bereich. Verge ist noch viel weiter oben, also Verge ist auf jeden Fall sehr stark unterwegs. Obwohl der Bitcoin so schwach ist, obwohl der ganze Markt so schwach ist, verliert er jetzt hier nicht so viel am Boden. Das ist ein sehr gutes Zeichen eigentlich dafür, dass da immer noch viel Kaufkraft hintersteckt. Auch das Volumen ist jetzt, wenn es runtergeht, vergleichsweise niedrig. Die letzte Rallye, das ist ein bisschen negativ zu sehen hier, diese Rallye von seit dem Absturz bis gestern. 30 Cent. Das Volumen war jetzt nicht so hoch, wie man es in den letzten Wochen gesehen hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sieht danach aus, als würde einfach keiner mehr verkaufen wollen und warten wollen, dass es noch höher steigt. Aber die Kaufkraft ist nicht so hoch wie in den letzten Wochen. Das führt halt auch dazu, dass halt eigentlich, wenn jetzt Leute große Mengen verkaufen, dass es auch wieder schnell zurückgehen kann. Wir können uns mal IOTA auch anschauen. IOTA war leider auch nicht stark. Sogar schwächer als der Rest, würde ich sagen. Schauen wir uns das mal hier an. Wie gesagt, wir hatten vor einigen Tagen hier diesen Abwärtstrend, den hat er durchbrochen. Ist leider, hat den Allzeithoch zwar durchbrochen, konnte sich aber dann nicht mehr weiter durchsetzen. Dann kam der Absturz hier, teilweise hier auf Bitfinex. Weiß nicht, inwiefern das hier wirklich. Oder wie lange hier der auf 1 Dollar war, das waren wahrscheinlich nur Bruchteile von Sekunden, dass da kurz der Preis runtergegangen ist. Sagen wir mal 2 Dollar hier ungefähr. Und auch hier das Problem ist, wenn man mal hier die gleitenden Durchschnitte anguckt, auch hier alle gleitenden Durchschnitte sind über dem Kurs, sehr deutlich über dem Kurs. Und bei IOTA ist es so, dass es da nicht mehr viel fehlt, bis es dann halt auch zum bis diese Unterstützung halt durchbrochen wird.
Cardano können wir uns nochmal anschauen. Auch da hatten wir uns die letzten Wochen uns angeschaut, was da. Cardano Bitcoin Index. Das ist das Richtige? Anscheinend nicht. Tragen wir mal hier ADA ein. ADA Bitcoin. So. Hier sieht man, Cardano ist im Vergleich zu Bitcoin, also tut sich nicht viel, aber dadurch, dass der Bitcoin halt so krass sinkt im Moment, sinkt auch der Dollarkurs von Cardano. Muss man jetzt auch mal schauen. Auch hier das Volumen sehr niedrig, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, das beruhigt sich hier. Bitcoin wird jetzt nicht viel getradet von Cardano her. Muss man jetzt natürlich abwarten, wenn der Bitcoin jetzt noch krasser sinkt, dann wird der Wert auf jeden Fall von Cardano auch sinken. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein kurzes Update hier zum Markt. Halt diese Unterstützung auf jeden Fall im Auge. Da kann es auf jeden Fall auch kritisch werden, wenn diese vor allem beim Bitcoin durchbrochen werden. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, wie gesagt, schreibt mir eure Prognose für Ende 2018 für Bitcoin in die Kommentare und schreibt eure Wörteradresse in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal und lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.